Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es das letzte Minecraft Rise of Knights Video mit Otto. Hallo. Also, wir befinden uns, also das ist eine Roundtour. Mehr können wir jetzt einfach nicht sagen. Das wird alles uncut, also so gut uncut wie möglich. Ne? Ja, warte ich. Ja, Ja, genau wenn du so sieht es AFK aus. musst, dann musst du ein bisschen cutten. Ist halt wieder mehr Arbeit für mich. Egal. Auf jeden Fall, das hier ist der Spawn. Hier hat alles gestartet. Und ich würde sagen, wir machen keinen Slash-Trigger, weil das hier richtig lame ist. Also, hier ein bisschen gesagt, wenn du zu nah an diese Blöcke gehst, dann wirst du teleportiert. Also, wie ihr seht, ne, hier ist der Bedrock-Block, da steht Willkommen, meine Ritter. Und hier sind die Regeln, die könnt ihr euch dann durchlesen, wenn es den Map-Download gibt. Und es fängt an zu regnen bzw. schneien. Ja, wenigstens etwas. Komm mit. Ich würde Ach sagen, wir doch. gehen sofort erstmal zum Orakel. Denn da. Ne, eigentlich zum Opferaltar. Das steht hier eigentlich. Okay. Komm einfach runter. Der Schild hat bei mir gar keine Schrift eigentlich. Okay. Also, das ist der Opferaltar. Wenn man hier hingeht, hier auf diesen. Oh, warte, nee. Wir müssen erstmal hier auf drauf drücken. Da kriegen wir ein Bundle. Und da können wir sehen, was wir haben wollen. Beispielsweise, ich kann jetzt mal zum Test einfach eine Rakete reinlegen. Hier. Okay, wir haben es hinbekommen. Opferwunsch ist. Test, Komma, für die Round Tour. Perfekt. Jetzt signieren wir es. In Anführungszeichen Wunsch. So. Signieren. Und jetzt müssen wir es einfach hier drauf werfen. Hier und nee, bitte drauf werfen. So, und jetzt einfach hier auf die Druckplatte und da wird es eingesaugt. Das Opferaltar, den könnt ihr dann auch benutzen. Das bringt aktuell nichts, weil ihr dafür Admins braucht. Ich zieh mal lieber meinen Helm an. Übrigens, das Texture Pack, was ihr hier seht, das ist ein neues Texture Pack von mir. Das heißt Dully Pack. Wenn ihr wollt, kann ich den Download veröffentlichen für texturepacks.com. Also, sagen wir mal, das Video muss 10 Likes kriegen. Nur 10 Likes, mehr nicht. Und dann veröffentliche ich dieses Texture Pack für euch. Da könnt ihr es auch downloaden. Genug Werbung, okay? Otto? Ja, genau, warte ich. Ich habe gerade etwas Scheiße, gerade ein bisschen Scheiße gemacht. 2000 years later. So, Otto, wir gehen jetzt wieder hoch, okay? Okay. Also, wir gehen zum Dorf und das ist hier lang. Otto, kommst du? Ja. Ja. Bei mir hat es gerade ein bisschen geleckt, sorry. Otto? Nee, ich habe nur noch mal die Anlage kann. Sorry. Okay, komm so. Hier sieht man sofort schon das Hauptdorf. Unten, wenn das gerendert wird. Also, Otto. Komm mit. Ist auch echt schön mit den Regen hier so. Ich habe gerade Shader übrigens an. Also hier sieht man das wunderschöne Hauptdorf. Es ist wunderschön. Hier haben wir noch Weihnachtsstimmung. Hier habt ihr dann auch ganz viele Villager, mit denen ihr dann traden könnt. Ich glaube, in der Bedrock geht es dann nicht. Ich glaube, wir werden den Download nur für die Java sogar machen. Oder auch für die Bedrock. Keine Ahnung. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr den auf die Bedrock haben wollt. Damit vielleicht Otto bessere FPS hier hat. Aber dann werden halt die ganzen Kisten und sowas nicht geladen. Kommst du, Otto? Also, ich fange mal an. Hier haben wir so ein Tier-Mobfänger. Ne? Hier haben wir so die Mühle. Auch alles von innen eingerichtet. Also, es ist nicht so, dass es einfach so Black hinter ist. War vorher geplant schon. Hier ist sogar animiert. Das Mühlenrad. Okay, wartet mal. So bitte. So. Ich habe hier übrigens OP auf dem Server, denn ich bin Admin. So. Jetzt ist sogar hier ein bisschen Animation drin. Cool, ne? Ja. Also, wir gehen mal rein in die Mühle. Hier sind Öfen an, die sind einfach mit dem Debug-Stick geändert. Wir gehen hier hoch. Und hier ist einfach so, so Schlafbereich und hier kann man schön rausgucken, wie die Mine läuft. Mühle. Ich glaube, ich lege mich mal kurz pennen. Also. Wir gehen mal wieder runter, ne? Würde ich mal so behaupten.
Also das ist halt die Mühle, ist alles schön dekoriert. Hier haben wir auch so eine Ding. Eine Kirche mit RGB-Lichte. Von Kreativecke. Ah, wir haben Regenbogen hier. Wegen dem Regen. Ja, das ist so übrigens, dass man hier nicht drunter vertreten kann, dass ich einfach nicht mal griefen kann. Habe ich so gesichert. Ja, Otto, wir müssen aufnehmen, okay? Wir haben keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf so einen Kack. Also. Hier können wir jederzeit auch runter. Hier haben wir noch so einen kleinen Bach hier. Sieht auch schön aus. Hier haben wir ein Gasthaus da. Wenn wir hier drauf gehen. Dann hat hier so die Glocke geläutet. Und hier haben wir einen Gastwirt und der verkauft dieses Essen halt. Und wir können hier oben auch so schlafen und übernachten. Hier ist auch alles schön eingerichtet hier. Also ich möchte jetzt hier nochmal Grüße an Fritz Luki rausgeben, denn er hat mir beim ganzen Projekt planen und allem geholfen. Also ohne ihn gäbe es nicht so Handelswährungen und sowas hier alles custom. Also er hat das Projekt nochmal viel krank verbessert. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Etage, hier ist auch nochmal zwei Zimmerbetten mit zwei Betten drin. Ja, so. Und ja, wir können einfach rausgehen. Hier hat irgendjemand den Tisch kaputt gemacht. Hier haben wir noch ein Bärhändler, einfach aus Ständen, die kamen mit der Zeit dazu. Der kam, wo wir den Nether erreicht haben. Der kam einfach immer schon. Und der kam, wo wir ins End gingen. Und hier oben sind wir gleich noch beim Förster. Bei dem können wir Holz kaufen. Und auch da hinten bei den anderen Förster verkaufen. Also das bedeutet, wir können Holz farmen und Gold kaufen immer, wenn wir brauchen. Natürlich haben wir hier noch einen Weg zu dem Jägerstand. Der chillt hier einfach oben und knallt hier immer die Türe ab, die hier einfach herlaufen. Und ey! Und das ist halt der Jäger, der hat hier auch so ein paar Sachen zum Traden. Vom Knochen und ja, Gunpowder. Du lagst bei mir, aber egal. Also, wir gehen mal weiter zur Mine. Denn es gibt natürlich auch eine Mine hier in diesem Dorf, weil wir brauchen irgendwie das Stein und da unten ist auch das Endportal. Warum wir Müll verkaufen, das weiß ich nicht. Also, hier haben wir den Minenarbeiter. Hier können wir Steine und Moos und sowas kaufen, also ein bisschen ja, Stuff halt. Und wenn wir hier runtergehen, haben vielleicht ein paar im Video gesehen, wo wir den Enderdrachen besiegt haben. Hier unten geht's dann zum Endportal, auch von Fritz Luki hier gemacht, also ohne ihn wäre es weit nicht so geil geworden, von allem mit den Datapacks, was wir hier drin haben und allgemein mit den ganzen Sachen. Ja, also hier ist halt so Barriers, dass man nicht einfach weiter durchkommt, ne, auch alles gesichert. Also ja, man kommt da durch, wenn man Minecraft oder so. Eigentlich so. Und das hier ist einfach schwarz. Ja. Ich bin den durchgekommen mit der Kugel. Alles. Ah, okay. Er hat auch die alte First dafür verwendet, dass man hier nicht stehlen kann. Das ist auch gut gemacht. Also ihr seht, hier kann man auch nichts kaputt machen. Also zumindest er, Otto, kann nichts kaputt machen. Weil alle, die kein OP haben, also beziehungsweise kein Tag namens Admin haben, dann musst du einfach slash Tag, beispielsweise mal Seemod, Add und dann einfach Admin. Dann hat der Spieler dann Admin und der kann hier auch Blöcke kaputt machen und wird nicht in Adventure-Mode gesetzt. Also würdest du mal vielleicht mitkommen wieder? Ich will nicht noch entdecken. Ja, also, ne? Und übrigens, Gabriel ist gerade gejoint. Schon vor 10 Minuten. Ich jetzt? Wir nehmen ein YouTube-Video auf. Also. Ja. Also, Otto. Hier haben wir noch ein Haus, hier sind noch Schmiede drin. Otto, kommst du? Bisschen schneller vielleicht? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also, hier unten ist dann halt so dieser Wohnbereich von den ganzen Leuten hier, die hier die Schmiede sind. Hier so der Rüstungsschmied, da können wir diese Custom-Rüstung kaufen. Und beim ganz normalen Schmied können wir einfach die ganzen Tools kaufen. Hier kann ich runter. Sneaken! Ja, hier kommen wir gleich zum nächsten Händler, nämlich ein Special-Händler. Der verkauft halt so Special-Zeug. Otto, muss ich nicht mal einwischen. So, Pflanzenhändler. Hier sind halt so Pflanzen, wo er verkauft, ne? Und hier haben wir so ein Schalker-Box-Dinger, dass die ganzen, die hier kein OP haben, hier das auch alles benutzen können. Also Schalker-Box platzieren. Hier haben wir noch ein bisschen Lagerzeug und eine Ender-Chest von allem. Hier haben wir einen Münzschmied, da können wir die Münzen umtauschen.
Also alles so Zeug, Münzen. Und hier haben wir auch noch wieder so ein bisschen Dekoration hier. Also, jetzt gehen wir weiter, nämlich zur Kirche. Kommst du vielleicht mit? Darf ich dann... Was? Da ist sie da. Ja, ja. Die Kirche ist hier. Da hinten ist der Metzger und sowas. Da kommen wir gleich auch hin. Ja, ich weiß. Also, das ist die Kirche. Hier ist auch der Pfarrer. Hier, der verkauft auch so ein bisschen Zeug zum Handeln. Und hier haben wir ein Buch. Und da steht, ja, das sind einfach die RG-Bibel. Da könnte ich einfach vielleicht mal eins vorlesen. Vielleicht mein Lieblings. Ah ja. Otto, hör auf! So. Darf ich vorlesen? Nein, RGB ist kein Gift. Oh nein, oh nein. Ein bunter PC, der muss immer sein. So lasst uns RGB einbauen in unsere Autos und an unsere Frauen. Die ganze Welt, ja, muss leuchten. Greta Thunberg wird erst verscheuchen. Keine Ahnung. Die habe ich einfach von so einer Website kopiert, die leider gelöscht wurde. Traurig, aber wahr. Also, kommst du vielleicht? Kommst du? Du bist echt langsam. Kommst du? Also, ne? Hier. Wenn die Kamera. Ah ja. Also hier haben wir einen Metzger. Hier kann man so Fleisch kaufen, ne? Und bei da hinten beim anderen Metzger kann man Fleisch verkaufen. Kann ich mal, ja. Hier kannst du einfach Fleisch verkaufen dann. Und wir gehen weiter. Nämlich hier ist so ein bisschen Dekorationen. Ne? Das ist halt so mit Mobs. Hier können die Schweine auch immer durch. Also hier, es ist ja alles sehr schön dekoriert. Dekoriert. Also, ja, es passt. Wir können dann hier mal übers Feld spazieren. Nämlich, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Aha, richtig, zum Ingenieur. Danke, dass du nicht gesagt hast, nee, eigentlich zum Bauer. Hier unten ist der Bauer, hier kannst du auch ein bisschen Zeug dann verkaufen, wenn du die Map gedownloadet hast. Also, ja. Hier haben wir den Ingenieur, da kannst du Redstone-Zeug und sowas kaufen, also so auch Honig hier. Naja, der Typ, der eigentlich den Bau macht. Mann, du leckst bei mir, warte mal. Ich mach dich lauter. Was? Ist nicht der Ingenieur der Typ, der Bauplan des Hauses macht? Ja. Eigentlich schon. Also, das hier ist das Haus von dem Typi, ne? Der wohnt hier auch immer schön. Kommst du vielleicht bitte? Ich will in deine Kiste schauen. Oha, ist da rein. Schau mal, was der hat. Ja, okay. Kommst du? Hä? Okay, jetzt. Komm. Müsst da wohl los? Also. Wir gehen jetzt halt. Halt, wir haben noch den Dinghändler vergessen. Den einen anderen Händler, nämlich die anderen Schmiede, denn hier kann man sich upgraden. Hier haben wir auch noch einen Bauarbeiter, der hat dieses Haus hier gebaut. Nicht für die Lücke oder ich, nee. Hier haben wir Rüstungsschmiede, hier kann man seine Ritterrüstung zur Diamantritterrüstung upgraden. Hier bei den kann man seine Tools upgraden, also ja, hat man alles hier, ne, was man braucht. Ja. Ja. So. Dann würde ich sagen, zu welchem Ort gehen wir zuerst? Ich glaube, zu Flitzlukihausen und Team Flitzluki allgemein. Würdest du mir mal bitte folgen? Brauchst du Raketen? Ja. Okay. Ich gebe dir jetzt mal einen Stack hier kurz. Hier. Oder auch zwei. Okay, komm mit. Warte. Ich krieg's hin. Also. Das ist von Team Flitzluki, die Stadt bzw. das Königreich. Ja, hier ist ein bisschen Schnee kaputt. Hier sollte man eigentlich ein Turm hinkommen, glaube ich. Also sieht auf jeden Fall so aus. Und ja, hier haben wir halt ein paar Häuser. Hier auch das Netherportal von denen. So ein Steinomat. Da kann man so Stein farmen. Hier haben wir dann, ich glaube, da ist die Zuckerrohr. Und nee, die Bambusfarm ist da drin, oder? Ja, die Bambusfarm ist da drin. Hier ist auch immer ein bisschen Bambus als Überschuss. Keine Serverlecks, nee. Also, müssen wir ein bisschen. Ich würde hier hochkommen, bitte. So, danke. So. Also, hier ist noch so ein Haus, was noch eingerichtet wird. Das wird nie eingerichtet, weil das Projekt broke ist. Was ist hier? Was? Durchfall. Bum-Bum machen. Aufs Klo gehen und schreien. Nicht schießen. Was steht hier? To-Do-Board.
Ich glaube, dann Otto, nee, Oliver und du hast ein bisschen kaputt gemacht. Hier haben wir noch ein Haus. Das war, glaube ich, sogar das erste Haus. Hier ist ein bisschen Zeug drin. So, ja, die Ofenanlage von denen. Geil. Was ist hier oben? Nix. Interessant. Also man sieht, die richten auch die ganze Farm so ein. Darum leckt hier auch am meisten. Aber es, wir lassen uns ja nicht unterkriegen. Ah ja, hier ist ja Halloween-Zombie. Weil wir das am Halloween gespielt haben. Die haben es dann auch hier Ding gesaved, ne? Otto? Nein. Wir gehen mal zum Lager, ne? Das Lager auch ein richtig geiles Design. Da habe ich auch tatsächlich so ein bisschen mit der Fassade ein bisschen mitgeholfen. Was er für Blöcke verwendet hier nämlich. Das sieht ganz geil aus. Aber hier gehen wir zum nächsten Gebäude, nämlich das hier. Zwar hier war. Aber nee, warte. Jetzt klauen. Also, ich glaube, hier war mal eine Villager Trading Hall. Wo bist du? Also, das ist ein Stall hier. Baufritz lugt hier noch am Projekt weiter. Hm? Da. Okay. Hier haben wir noch ein paar Schafsfarmen von denen, ne? Also, es sind drei Leute, die am aktivsten gespielt. Wir haben alle inaktiv gespielt. Hier steht ein Villager rum, ne? Hier haben. Warte mal, warum bewegt er sich nicht? Jetzt. Okay. Hier haben die noch Beacons hier, ne? Die haben richtig viele Beacons. Keine Ahnung, warum die so viele brauchen. Wahrscheinlich wegen dem großen Gelände. Und bei denen hier war die Schwierigkeit tatsächlich, nämlich. Hier alles halt mit Powder Snow, also das war alles mit Powder Snow voll, die haben auch alles zurückgemacht. Hier noch ein paar schöne. Oha, das fällt für sie voll geil aus. Okay, das muss ich mir merken. Einfach mehrere auf einmal anpflanzen, das sieht geil aus. Okay. Vielleicht haben wir die eine oder was andere Sache für Minecraft Overground. Wo bist du eigentlich, Otto? Was? Wo bist du? Ah, da hinten. Ich gehe erstmal pennen, ne? Oh, kurz X-Ray, ja, geil. Gehen wir jetzt zu Team Rot oder zu Team Grün? Wir müssen doch das Gelände hier fertig machen. Also fertig erkunden. Und, weil hier oben haben die noch ein richtig geiles Schloss. Was ist das? Ach, hier soll, glaube ich, ein Turm hin. Also sieht auf jeden Fall wieder so aus. Keine Ahnung. Das habe ich in Flitzy Lukis Weihnachtsvideo gesehen. Ich weiß nicht, ob es an Weihnachten online kam. Aber, ja, da war irgendwas mit fröhliche Weihnachten im Eingangsbereich. Ah ja, hier haben die so ein bisschen Stuff drin zu bauen. Ja. 6, 2 und Resistance 2. Ja. Man muss aber wirklich sagen, diese Fassade, die sieht geil aus. Das haben wir auch so, diese Fassade, aber ich meine mit Diorite und sowas. Was ist das? Speisesaal. Das ist eine Statue oder sowas. Nein, das ist hier der Speisesaal. Lies doch! Ach so. Ja, ich achte nicht auf die Schilder. Hier kommt eine Küche hin. Oh, mit Redstone. Das ist krank. Also, dieses Design, das hat Flitz Luki bei mir in Underground auch gebaut. Otto, kommst du vielleicht mit? Okay. Hier haben die den Thronsaal, das haben wir schon gesehen. Oh, ja, wo bist vorbei. Hier haben die einen Netherite-Block, das ist krass. Hier oben das Glas, das ist eine richtig fette Kuppel. Noch richtig auf Weihnachtsdekoration, aber ganz ehrlich, die Blockpalette, die sieht geil aus. Also, das sind ganz viele, also es sind drei Leute, die haben am meisten gearbeitet hier. Aber ja, das war eigentlich alles schon, ist gar kein Aber. Was haben die hier? Hier kommt eine Bibliothek. Oh, das wird geil, ja. Also wäre es fertig, weil hätten die einfach hier so runter gucken können und dann würden die zum Thronsaal. Also das wäre geil. Oh, hier sind sogar Aufzüge. Das geht sogar noch eins hoch. Ah, hier sind einfach nur Türme. Ah ja, der altbekannte Chorus-Aufzug aus Chorus 2, wo man nicht runter kann, keine Ahnung. Hallo, ich würde gerne da durch. Nee. Das mache ich nicht mit. Warum kommt der da durch und ich nicht? Warte. So, weg. Na, endlich. Ich habe kein Swift. Also, ich habe Swift Sneak. Darum habe ich ein Problem. Aha. Und hier kommen wir wieder unten hin. Okay. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu Team Rot. Auch mein Team genannt. Was ist hier oben? Ach, das ist der höchste Punkt. So. Wir sind natürlich schön auf dem Weg zu mein Haus. Abgehen von der Katze. Was? Von eure Katze, das Grab hingehen. Ah, nee, sie müssen wir nicht sehen. Also, ja, hier haben wir die Starterbase von uns. Ne, das, da habe ich halt angefangen, da habe ich da auch ein Lager reingezimmert. Das hab ich auch ein YouTube-Video gemacht, alles. Also, dieses Lager ist alles voll. Hier ganz viele Goldmünzen und alles. Alles, was man bräuchte, ne? Hier haben wir Essen, Ender-Chest, so ein bisschen Crafting-Ecke hier, ne?
Was ist da drin? Ein halbes Herz. Oh. Interessant. Komm so hoch. Also wir gehen jetzt mal nach oben. Auf dem oberen Abteil. Otto. Hier haben wir einen Turm. Und bei diesem Turm ist ein Buch. Was steht hier? Ah, das ist einfach die RGB-Bibel. Ah, die habe ich mal dahin gebaut. Stimmt, ganz vergessen. Hier oben wollte ich so ein Nebenloch mit N-Words machen, wie bei Basti in der Craft Tech Base. Habe ich aber nie gemacht, weil, ja, ich habe es ja nie aktiv gespielt. Das ist oben der Abteil. Hier. Was? Also, ich habe das Creative. Weil ich dran konnte. Warum soll ich Creative gehen? Okay, wir gehen mal zum Eingang zur Burg. Interessant. Ich bin ganz oben. Ja, wir kommen. Also, das ist der Thronsaal hier. Hier war mal eine Zeit lang Weihnachtsdekoration. Und hier. Hast du Essen? Vielleicht? Warte, sag mal kurz leise. Mein Grüße gehen raus von Luki. Ich war im Schulunterhalt und da hat er das gebaut in der Zeit. Das ist krass, dieses Last Christmas mit Minecraft-Notenblocks. Und ja, hier haben wir den Thron mit Betten, da kann man pennen. Hier ist eine Katze. Was, Hilfe? Weil Minecraft hat sich aufgehangen. Merke ich. Was passiert mit der Taste K, wenn man die drückt? Keine Ahnung, bei mir habe ich das auf Achievements gemacht. Egal, komm mit. Nein, ich habe meinen Shader an. Damit. Oh. Okay, jetzt sieht er aus. Okay. Wir gehen weiter. Nämlich zur Team Explorer. Ah, nee, warte, wir haben ja noch die Eisenfarms hier, die ich gebaut habe. Die sind 5 Stück. 1, 2, 3, 4 und 5. Joa, die laufen. Ja, ich muss da, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ist einfach die Eisenfarm hier. Also, mehr ist hier auch nicht. Ich habe keinen Sprint. Okay, dann kriegst du Essen von mir hier. Und ich habe ein bisschen was. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zur Team Explosion, beziehungsweise da, in dem Team bist du auch. Und Explosion ist ja auch nebenbei auf dem Server, aber er baute noch eben nebenbei was. Darum redet er auch mal nicht im Hintergrund, das ist auch mal schön. Also, wo willst du anfangen? Du musst mir da zeigen, wo was ist. Ich? Achso. Hier unser Bieten. Ja. Hier sind ein paar Türme, als wir anfangen. Mhm. Einmal die Kontinente. Einfach hier. Dann müsste auf den Berg da hinten auch ein Brunnen sein. Mhm. Den Berg da. Ja. Also wir haben 4 Türme überall eigentlich. Ja. Wo die sind selber gerade? Ah, da hinten ist noch ein Turm und noch so ein Haus. Ja. Warte. Also ihr habt ja über auf dem Berg verstreut so Türme gebaut. Ja, falls. Also du versteckst Türme halt. Okay. Ja. Ich hab noch, also eine Schmiede habe ich noch gesehen, die hat mein Bruder vorhin gebaut. Die habe ich auch noch nicht so genau angeschaut. Was ist hier? Hier ist eine Armbrustwand. Oh, das ist ein schönes Design. Das sieht nicht mal so kacke aus. Hier ist ein Blasfurnace, geil. Das sieht schon geil aus. Das habe ich gebaut für meinen Bruder hier. Ich glaube, das ist ein Akazienbaum. Den habe ich mal placed, glaube ich. Ja, den Akazienbaum habe ich von abgerissen. Okay, ich würde sagen, ja, wir müssen uns noch das Haus anschauen von euch. Mhm. Ja. Luca ist leider nicht mehr da. Ahnung. Oh, okay. Hier steht noch eine Dia-Rüstung rum. Was hat die? Ach, das ist die, wo ich euch mal geschenkt habe. Mach mal, ich muss cool, dass jetzt gerade gestaubschaut gleich wird. Also, wir müssen uns jetzt tatsächlich mal beeilen, ne? Also, hier ist ein Gemälde. Oh, hier kann man durch. Und hier ist noch ein bisschen Dekoration. Hier ist ein bisschen Zeug drin. Goldmünzen, ganz viel Zeug. Ja. Wir müssen uns jetzt beeilen, ne? Okay, was ist oben? Hier sind auch noch eine Dia-Rüstung. Okay. Hier ist ein Bett. Hier ist noch ein Bett. Und hier oben ist das Dach. Okay. Jetzt würde ich noch schnell auf die schnell sagen, wir schauen uns kurz das Nether an.
Komm, beeil dich! Ich höre schon einen Staubsauger! Nein! Komm schnell zum Portal und geh in den Nether. Beeil dich. Oh, ich zeig schnell den Nether. Da ist eigentlich nur eine Sache, die wichtig ist. Nämlich die Nether-Farm. Die Nether-Gold-Farm. Das ist der Nether-Inn von denen. Ja. Hier hinten ist das Wüstenportal. Hier hinten ist die Fortress. Also das Festung. Hier hinten geht zum Stronghold. Hier ist mein Portal da hinten. Hier oben haben wir das Portal von Flitzlukis Team. Oh Gott! Der Staubsauger wird immer lauter! Nein! Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Nein! Achtung, okay. Keine Zeit verlieren. Oh Gott. Okay. Hier oben geht's dann hoch. Hier oben ist dann dieses Gerüst, da geht's mal zur Farm. Und hier ist halt so eine Strecke mit für Boote. Und hier hinten geht es zur Pigman Farm. Ich muss jetzt tatsächlich beeilen. Ja, hier oben ist die Pigman Farm, da ist auch mehr nicht da. Ich muss mich beeilen. Slash Trigger Wet. Okay. Und mein Abschluss für die Folge, beziehungsweise fürs Projekt ist, hier, genau hier kommt ein Fass hin. Und da ist mein ganzes Zeug drin, wo ihr dann damit spielen könnt. Und das sollte jetzt auch vom ganzen Projekt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt natürlich bei den nächsten Projekten dran. Minecraft Overground wird bald gestartet. Im Laufe der nächsten Tage, beziehungsweise Wochen. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und das war's jetzt halt. Tschüss.